war der erste Teil der Debatte. Nun kommen wir zum zweiten Teil der offenen Aussprache. Ich erinnere nochmal, jetzt haben alle die Chance, sowohl das Publikum als auch die Rednerinnen und Redner hier vorne, mir mit einem kurzen Zeichen zu geben, wenn Sie auf die Rednerliste möchten. Und genau, da bitte ich um die ersten Meldungen. Wunderbar, dann fangen wir auch an, nämlich mit der 176. Bitte schön, am besten entstehen. Hallo, ich bin Tommy. Ich habe eine Frage an die Opposition, das heißt an euch beide. Ich finde eure Konzentration auf das Wort Regionalmacht und auf die Gegenwart etwas merkwürdig. Regionalmacht impliziert die Prämisse, dass es keine globalen Probleme gibt, die global gelöst werden müssten. Aber der Klimawandel, der kam in der ersten Rede, ist doch so ein Problem. Und da wurde von der Gegenwart gesprochen, dass Europa im Grunde nicht perfekt dabei ist und nicht so wunderbar Arbeit macht oder sowas. Und was ich sage, ist, dieses Problem muss erstens global gelöst werden, zweitens, Europa hat bereits eine weltweite Führungsmacht dabei und drittens, wenn wir heute noch nicht perfekt sind, dann sollten wir perfekter werden, im Grunde in unserem Anspruch, ein Global Player zu sein. Das heißt also, ich bin dafür, dass wir ein Global Player sind, damit wir diese globale Aufgabe auf jeden Fall auch offensiv lösen. Vielen Dank. Und jetzt hat die Konferenz die Möglichkeit zu antworten. Lieber Farid, deine Frage hat für mich zwei Ebenen. Das eine ist, du sprichst über die Regionalmacht und ob wir das überhaupt sind. Das sagen wir Regionalmacht, beziehen wir da vor allem so auf dieses Militärische, dass wir so um uns herum auch so für Frieden sorgen und zum Beispiel auch dafür sorgen, dass im Mittelmeerraum in der Migration ist, dass wir das auch lösen, weil es in unserer Region ist. Aber dass wir zum Beispiel nicht in Indien militärisch Probleme lösen werden. Und du sagst, okay, es gibt wahrscheinlich die eine Seite der regionalen Probleme, die können wir auch regional lösen, da stimmen wir wahrscheinlich auch überein. Dann sagst du, es gibt ja globale Probleme. Und die müssen wir ja auch lösen. Auch da stimme ich dazu, dass wir auch regionale Probleme lösen müssen. Aber ich denke, dass die EU vielleicht nicht derjenige ist, der diese globalen Probleme lösen kann. Und wenn wir nicht darüber nachdenken hätte, wer der könnten, sondern uns einfach mal empirisch angucken, was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, wer da probiert hat, die globalen Probleme zu lösen, dann sehen wir, das waren ja wir EU und mit der USA zusammen. Und wir haben es einfach nicht geschafft. So, wir können das auch 30 Jahre probieren, die Probleme zu lösen und es immer noch nicht schaffen, weil vielleicht unsere Verhandlungsmittel oder so nicht klappen. Zum Beispiel, weil die afrikanischen Länder sagen, na, ihr schießt auch das CO2 in die Luft, warum sollen wir denn jetzt was tun? Ihr seid gar nicht die, die uns was vorschreiben können, gebt uns lieber Geld. Und da sagen wir, vielleicht gibt es dann andere, die in diese Lücke springen. Wenn wir sagen, okay, es gibt Global Player, die gehen aber nicht in die Lücke rein, dann kommen vielleicht China und Indien und sagen, okay, dann lasst uns das doch gemeinsam tun als asiatischer Raum und wir haben vielleicht ganz andere Ideen, wie wir die Probleme lösen können, auf die wir hier in unserem Kulturkreis gar nicht kommen. Und vielleicht können wir dann die Probleme lösen, die wir seit 30 Jahren nicht gelöst kriegen. Vielen Dank. Robert, ja, klatschen ist immer ein Applaus. Ja. Ja, vielen Dank. Also zunächst mal, es geht, glaube ich, nicht darum, europäische Werte in die Welt zu tragen. Man wird, zu einer Macht, in die man ein Beispiel setzt. Und in Indien gibt es beispielsweise eine ganz interessante Debatte, wie man im Rückbesinnung auf die eigene Tradition, ich sage mal, mit Konfliktsituationen und Entwicklungsherausforderungen in Indien beispielsweise umgehen kann. Man nimmt ausdrücklich keinen Bezug auf ein europäisches Wertesystem. Aber, leistet auch möglicherweise ein Beispiel dafür, dass es politische und andere Mechanismen gibt, so etwas zu tun. Also das heißt, wenn jemand anfangen würde, europäische Werte simulieren, um uns ganz vor sich herzutragen und zu erwarten, dass alle den Nacken hätten, das ist falsch. Das Beispiel der Mannschaft, dass es möglich ist, Konfliktlösungen A zu finden und zweitens, sich friedlich miteinander auszutragen, das ist der eigentliche Wert, der auch nach außen abstellt. Zweitens, die Sprache hat eine Regionalmacht. Also spätestens dann, wenn die Europäische Union und die Mitgliedstaaten bei den Verhandlungen mit der Ukraine an Russland sozusagen stoßen, sowohl politisch als auch geopolitisch, dann ist die Rolle einer Regionalmacht zu Ende. Weil dann ist man mitten in einem globalen Konflikt. Und dann kann man sich entscheiden, wie gehe ich jetzt mit Ländern wie beispielsweise Ukraine, was den Kontext auch in der europäischen Entwicklung betrifft. Insofern ist der Rückzug auf einen Status als Regionalmacht aus meiner Sicht keine Option und auch keine Lösung. Und die Frage, ob wir schon fähig genug sind, globale Akteure zu sein, da sage ich genauso wie viele andere, die Fähigkeit müssen wir noch ziemlich weit ausprägen, um unsere Rolle und diesem Anspruch auch gerecht zu werden. Das ist völlig unstrittig. Aber
die Konflikte oder in einer globalisierten Welt kommen die Konflikte in jede Region. Und weil das so ist, muss ich in einer globalisierten Welt, wenn ich dann die Möglichkeit dazu habe, und zwar bitte Macht nicht nur auf die militärische Option beschränken, sondern das ist Teil sozusagen eines Agierens und nicht und sollte und muss und darf nicht in erster Linie Kern des Agierens eines globalen Akteurs sein. Vielen Dank an Herrn Christoph Weiß. Und es geht auch direkt weiter mit der 198. Ja, meine Frage wäre dahingehend auch an die Opposition, ob die Argumentation wirklich nur dahingehend ist, dass man nicht global aktiv werden soll, weil wir ja nicht die absolute Wahrheit haben und dass man sich die Hände nicht schmutzig machen soll, als das dann, dass man, da geht es ja in globalen Konflikten auch um Millionen Menschenleben, dass man quasi diese Millionen Menschenleben aufs Spiel setzt, weil man der Meinung ist, dass man ja nicht die perfekte Wahrheit im Inneren hat. Heißt es dann letztendlich, dass man am Ende sagt, ja, die spielen nicht, dann kann man nicht verlieren, aber man kann hinzufügen, wer nicht spielt, der hat schon verloren. Insofern stellt sich bei mir auch nicht die Frage. Nach der globalen Hand. Vielen Dank. Die Kontraseite hat wieder das Wort und danach Frau Schröder. Ich glaube, wir stimmen zu, dass die Lösung nicht ist, sich aus Konflikten komplett rauszuziehen. Aber wir müssen uns immer die Frage stellen, also es geht nicht darum, wer hat die absolute Wahrheit, sondern es geht darum, wer ist am nächsten an der Wahrheit dran. Wer hat genug Wissen um die Region, wer hat genug Legitimität in der Region, um sich dort einzubringen und Konflikte zu lösen. Und wir sind der Ansicht, dass die EU das nicht immer sein kann. Einmal, weil wir als EU nicht mal überall wahrgenommen werden, sondern wir haben immer noch Einzelinteressen innerhalb der EU, denen wir auch in irgendeiner Form nachgehen müssen, was total legitim ist. Und es gibt einfach andere Player, die viel sinnvoller sind. Zum Beispiel die Afrikanische Union, die natürlich in Konflikten in Afrika wesentlich prädestinierter ist, dort in irgendeiner Form vermittelt tätig zu werden, als die Europäische Union es ist oder auch als die USA das hier sein könnte oder als Russland das hier gewesen wäre. Vielen Dank, Frau Schröder. Ja, also ich habe wirklich eine Frage, was für ein Verständnis ist denn da, was ein Global Player ist? Gibt es auf dieser Welt nur einen Global Player? Brauchen wir drei Welten, um alle Global Player dieser Welt darunter zu kriegen? Eine Regionalmacht ist kein Global Player. Natürlich ist eine Regionalmacht ein Global Player. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Was für ein Verständnis besteht dann, dass ein Global Player nur aufrüsten will und sich dadurch legitimiert, dass er riesige militärische Macht hat und irgendwo draufkommen kann? Mein Verständnis von Weltfrieden ist ein anderes. Ein Global Player ist der, der die diplomatischen Fähigkeiten hat, weil, wie die Europäische Union einen gemeinsamen diplomatischen Korps jetzt entwickelt und dadurch auch eben das Gewaltwissen hat. In der Vielfalt, das ist ja genau die Chance, die wir haben, um als Global Player auch anerkannt zu werden. Dieses Vielfalt im Inneren und geschlossen nach außen und weil sie die ökonomischen Möglichkeiten dazu hat, Konflikte zu lösen. Und weil sie aus diesen Fähigkeiten heraus inzwischen entwickelt hat, eben auch Möglichkeiten, nicht militärische Friedenslösungen durch ihre eigenen Kurs, durch ihren Polizeikurs und, weil ja die regionalen Konfliktlösungen eben nicht einfach durch militärische Macht und Draufhauen gelöst werden kann. Ich glaube, viele Beispiele auf dieser Welt haben das gezeigt, dass ein robuster Korps, der nicht militärisch ist, viel eher anerkannt ist, einen Konflikt zu lösen, und da war die EU großenteils Vorbild, als wenn ich als Draufhauen-Macht darstelle. Und genau die Kunst der Europäischen Union, eine andere Außenpolitik zu entwickeln, ist die Fähigkeit dazu, Global Player zu sein. Vielen Dank, Frau Schröder. War das eine direkte oder eine methodische Frage an die Kanzlerseite? Das war eine direkte. Bitte schön. Ja, gerne. Also wir haben ja zwei Teile. Einmal, was ist ein Global Player und einmal, wie soll Diplomatie aussehen? Auf der einen Seite haben wir eben den Global Player und wie definieren wir den? Und gab es mehrere Gegner. Sagen wir definieren ihn so, Global Player ist eigentlich überall auf der Welt auch handlungsfähig. Bin. In der Sekunde, wo ich nur in meiner Region fähig bin, bin ich eben nur ein regionaler Player. Und wenn ich nur ein regionaler Player bin, habe ich auch oben vor meinen Grenzen, da ist vieles auch die Antwort so auf Russland.
kann natürlich mehrere Global Player geben, die überall handlungsfähig sind, so wie zum Beispiel Russland und USA früher wahrscheinlich beides Global Player waren, wie es früher auch mehrere Imperien gab mit Rom, China und das Persische Reich gleichzeitig, obwohl Nils und Clay und sagt, eigentlich sind wir die Einzigen auf der Welt. Das heißt, es gibt schon mehrere Global Player. Die Frage ist nur, können wir als Europa in Südamerika handeln? Wenn ja, militärisch zum Beispiel, sind wir ein Global Player. Die Frage 2 war ja Diplomatie versus Militär. Und da wird ja schon gesagt, robuste Diplomatie, das Wort ist ja eigentlich doch schon Militär. Warum nimmt uns keiner wahr, wenn wir als Europa sprechen, weil wir eben gar nicht, weil wir nicht durchsetzungsfähig sind, weil wir am Ende immer die Amerikaner vorschicken. Und wir sagen, wir brauchen kein zweites Amerika. Amerika hat schon einen riesen diplomatischen Dienst. Wir brauchen verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist ein riesiger diplomatischer Dienst, den gibt es schon. Und wenn das Problem nicht mit so einem riesigen Dienst gelöst werden kann, sondern mit einem kleinen, wie die Schweiz, wie Luxemburg, dann bieten wir die Alternative. Und wir sehen nicht, warum wir einen zweiten riesigen Dienst jetzt auch machen sollen, eine zweite riesige eigene Stimme. In der Sekunde, wo wir sagen, die eine Stimme, die brauchen wir nicht wirklich, wir haben viele kleine, dann reden wir auch nicht von Europa als Global Player, dann reden wir eben von den vielen kleinen Staaten. Und wenn wir das gut finden, dann sind wir eben genau gegen diesen Global Player, gegen diesen gemeinsamen EU-Diplomatiedienst, weil wir damit eben die kleinen Stimmen verstummen lassen. Und wir sagen, große Stimmen gibt es genug und wir sind eben das Gegenstück, dessen sind wir kein Global Player, sondern wir sind viele kleine Nationen, die friedlich leben und deswegen mit Vorbild vorangehen und da eben eine ganz andere Diplomatie machen können, eben ohne Global Player zu sein. Vielen Dank, Robert. Jetzt würde ich mich über eine Frage an die Pro-Seite freuen. Hat die 187 eine? Genau, bitte. Genau, meine Frage richtet sich an die Pro-Seite. Es wurde schon mehrfach sehr gut ausgeführt, dass bestimmte Reaktionen doch ein globales Problem sind und dass man natürlich global handeln muss. Meine Frage ist allerdings, wie können wir dort in Krisenherde, wo normale Diplomatie bereits schon gescheitert ist oder nicht mehr weiterführen kann, wie sieht da die Handlungsformation aus letztendlich? Vielen Dank. Wer von beiden möchte? Ich würde sagen. Also, ganz klar, in Krisenherden militärisch draufhauen, das ist das größte Fehler, den man machen kann. Ganz klar, der Irak hat es gezeigt. Ich war wenige Wochen, 3 Wochen war das nur, bevor die Bomben gefallen sind, dort. Und es war 100% klar, wenn man da militärisch reingeht, wird das ewig lange dauern. Es war 100% klar. Die Chance, die die EU versucht hat an dieser Stelle, war die bessere Lösung für diesen Konflikt. Und ich plädiere nochmal dazu, dass ich glaube, dieses alte Denken zu glauben, dass immer nur, weil ich die Militärmacht bin, bin ich global leer. Wenn wir irgendwann auf dieser Welt es schaffen, dass die Diplomatie diejenige ist, die einen global leer ausmacht, dann ist die EU die erste, die es schafft. Vielen Dank, und Frau Schröter. Und als nächstes haben wir die 185. Ja, Felix, mein Name ist auch nochmal direkt eine Frage an Frau Schröter. Sie haben den Balkankonflikt als Beispiel der guten Außenpolitik der EU genannt. Ich finde, es handelt sich dabei eigentlich eher um das Kehren vor der eigenen Haustür, also jetzt nichts, was zu dem Global Player-Thema passt. Und meine Frage ist jetzt, Sie haben ja gesagt, wir haben diesen Staaten ermöglicht, in die EU einzutreten und dadurch Frieden dort gesät. Wollen wir dann jetzt jedem Konfliktland auf dieser Erde die EU-Mitgliedschaft anbieten? Vielen Dank für die Frage. Ja, was war das Angebot? Das Angebot war eine Wirtschaftsgemeinschaft und eine politische Gemeinschaft, in der ethnische Konflikte friedlich gelöst in der Grenzkonflikte nicht dazu führen, dass man sich gegenseitig die Köpfe einkriegt. Das war das Angebot der Amerika. Dieses Angebot kann ich natürlich als Europa, weil ich das dort geschafft habe, auch in andere Regionen diplomatisch tragen. Und ich wiederhole nochmal ein zentrales Argument. Ich habe es sehr stark erlebt, dieses Europäische Parlament, wo Abgeordnete, gewählte Abgeordnete von der Bevölkerung international zusammenarbeiten und zu Beschlüssen kommen, ist weltweit ein Beispiel, wie man friedlich die Sachen lösen kann. Das ist ein Beispiel für einen Lösungsweg für regionale Konflikte. Regionale Konflikte sind ja manchmal religiös
formal motiviert, obwohl andere sie hinterkommen. Sie sind von den Sprachen motiviert, sie sind von historischen Bürden motiviert und alles das hat die EU verstanden zu überwinden und hat Lösungen gefunden. Die sind nicht die Lösung, eine Sprache zum Beispiel, sondern die Lösung, die Kunst. Das Recht auf meine Muttersprache in einem Parlament. Ja? Die Frage, dass ich Gemeinschaftswirtschaftspolitik machen kann und gemeinsam einen Gewinn kann, ist ein Beispiel für die Welt. Und das zeigt, dass es eben friedliche Lösungen gibt und dass ich nicht hochrüsten muss, um Konflikte zu lösen. Herzlichen Dank, Frau Schröter. Und die 200, das sind jetzt auch? Ja. Genau. Dankeschön. Und die 200 als erstes. Genau, ich hatte eine Frage, wie war Ihr Name? Christoph. Genau. Ich habe vorhin gedacht, dass die EU ihre Werte nicht im Ausland vor sich hertragen oder andere Länder vor ihre Werte versucht zu überzeugen. Dem möchte ich widersprechen. 89 das Embargo gegen China nach dem Massaker und die komplette Entwicklungspolitik in Afrika ist an Bedingungen geknüpft, das ist ein Geber-Nehmer-Verhältnis, wo die EU mit der Entwicklungshilfe an Bedingungen wie Menschenrechte und Demokratisierungsprozesse knüpft. Deshalb ist es schon eine Promotion der eigenen Werte. Und meine Ansicht ist, dass diese Promotion der eigenen Werte in vielen Regionen der Welt, auch in China, zu einer Blockade der Beziehungen führt. Das beste Beispiel ist China, wo die Chinesen sagen, okay, wir machen das nicht mit und dadurch die Beziehungen abkühlen, das sieht man in den nur relativ generell gefassten strategischen Partnerschaften. Und die zweite Frage ist eigentlich zum Legitimationsproblem der EU. Sie sagen, man muss Werte oder mehr auf die supranationale Ebene übertragen. Aber wie wollen Sie das machen mit der Legitimationsgrundlage, wenn das Volk nicht ausreichend repräsentiert ist und wir nicht genug Rechte haben, sozusagen eine gemeinsame europäische Identität fehlt? Vielen Dank. Gleich zwei Fragen noch einmal. Ja, vielen Dank. China ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich war dreimal in China. Ich habe dort viele Gespräche geführt auf ganz verschiedene Ebenen. Da ging es unter anderem auch mal wieder um die Frage, warum Europa bzw. westliche Demokratien nicht in der Lage sind, den besonderen Verhältnissen in China auch zu entsprechen. Und dann sage ich Ihnen, was die Frage der Menschenrechte betrifft, ja, wir sind verpflichtet, die Frage der Menschenrechte auch nach außen zu tragen. Aber das ist kein rein europäischer Wert. Sondern ich sage mal, das Recht von Menschen zu leben ist ein universelles. Und insofern ist die Frage der Menschenrechte mit Sicherheit entsprechend den regionalen Unterschieden auch aus Demokratie betrifft, auch aus europäischer Sicht stärker zu berücksichtigen, als es manchmal der Fall ist. Also Stichwort Afghanistan. Wir werden in Afghanistan keine westlichen Demokratien haben. Eines der größten Fehlschläge, sage ich mal, in Afghanistan mit militärischen Mitteln eine tatsächliche oder angebliche Terrorgefahr zu beseitigen, das Ergebnis sehen wir auch. Weil es ohne eine Gesellschaft nicht ein militärisches Eingreifen gibt. Aber wenn Sie nachvollziehen, wie ist dann auch Stammesdemokratie, die für uns vielleicht ungewöhnlich ist, aber auch eine Funktionalität nachweist, dann geht es mir darum, genau solche demokratischen Ansätze dann auch tatsächlich zu unterstützen. Und deswegen sage ich, was die Frage Menschenrechte betrifft, das Recht von Menschen zu leben ist nicht nur in Europa reduziert, sondern aus dem Recht, dass Menschen leben wollen, und sich auch verwirklichen wollen. Daraus resultiert natürlich auch in vielen Teilen dieser Welt ein Agieren von Menschen hin zu einem besseren Leben, hin zu einer Veränderung auch von politischen Rahmenbedingungen, damit sie auch hier existieren können. Insofern bleibe ich bei meiner Aussage, es gibt universelle Werte, die sich mit Sicherheit regionalspezifisch dann auch darstellen. Wir müssen lernen, diese regionalspezifische Art zu nehmen und nicht abzulehnen. Und zweitens, wir müssen den Leuten gar nicht erst versuchen, das System, was wir haben, sozusagen als das einzige universelle, gültige System weltweit zu etablieren. Das hat nichts mit Aufgabe von Menschenrechten hier zu tun. Jetzt muss ich planen. Zweite. So, Sie kommen eben zwei Worte okay. Dran, dann können wir nachher auf die zweite Frage eingehen. Vielen Dank jedenfalls erstmal an Herrn Christophers. Aber als erstes haben wir die 175, dann Benny, dann Robert und dann Christophers.
175, ja, ich habe die Frage an die Großseite. Ich finde, der Begriff Globalisierung oder globale Macht verwichtet keine Sache. Wenn man da überlegt, das Herkommen dieses Begriffs kommt da eigentlich aus der Wirtschaft. Und die Ursache dieses Begriffs war, von in der nationalen Wirtschaft stärker zu werden, zu expandieren, als wirtschaftliche Macht in der Welt zu agieren gegen wirtschaftliche Konkurrenten oder Gegner. Und wenn wir jetzt eine globale Macht, eine globale Kraft Europa aufbauen, neben der globalen Macht USA, neben der globalen Macht Russland, neben der globalen Macht China, neben der globalen Macht Südasien, sind wir in der Situation, dass wir wieder unterschiedliche Machtverhältnisse aufbauen. Mit keinem Wort wird darüber gesprochen, dass es eine UN gibt. Warum konzentrieren wir uns nicht dort und sagen wir, wir wollen keine Global Player sein, sondern wir konzentrieren unsere Kraft, unsere nationalen Kräfte, unsere regionalen Kräfte, wie Sie gesagt haben, in diesem Gremium und schaffen dort gemeinsam was, ohne dass jetzt wieder globale Kräfte erstellt werden, die gegeneinander kämpfen. Vielen herzlichen Dank für die Frage, Frau Anna und die Botschaft kann noch direkt darauf eingehen, wer möchte. Ja, ich habe ja da gesprochen, dass die Qualität eines Global Player, das ist doch die Frage. Die EU hat die Fähigkeit, eine ganz besondere Qualität eines Global Players, einer Global Playerin zu entwickeln. Das ist das Besondere und das zeichnet sie aus. Und das kann Beispiel sein für andere Global Player. Es muss kein Gegeneinander sein. Wer sagt denn, dass Global Player gegeneinander arbeiten müssen? Warum können sie dem nicht miteinander sein? Wer sagt denn, dass Global Player mit ihren Fähigkeiten gegen die anderen sind? Sie können doch den anderen helfen, zum Beispiel in Konflikten, zum Beispiel durch Geld, zum Beispiel durch eine Entwicklungspolitik, die gestaltet werden kann. Und wir sind in Europa da auf dem richtigen Weg. Wir sind nicht perfekt. Das ist richtig. Das hat auch die Klimadiskussion gezeigt, aber wir haben die Fähigkeit dazu. Und das bedeutet auch, dass wir die Fähigkeit haben in der UN und dass sie in Detailbeschlüssen auch bisher sehr ausgenutzt wurden, um zu friedlichen Konfliktlösungen zu kommen, zum Beispiel in Iran. Dass diese Fähigkeit auch allen in der UN zu geben. Vielen Dank. Und als nächstes hören wir Jen. Ja, kannst du die Kamera bedienen? Meine Frage geht an Robert. Und zwar hast du gesagt, also deine beiden sehr wichtigen Punkte waren einmal die Migration und einmal der Umweltschutz. Und nun frage ich mich, wie du es als regionaler Player überhaupt schaffen willst, diese beiden Probleme zu berühren. Denn wie willst du Europa von innen schützen oder wie willst du die Probleme der Migration, die du ja selbst als Wirtschaftsflucht, als Hunger bezeichnest, aus Europa heraus überhaupt lösen können? Müssen wir da nicht eigentlich die Rolle eines Global Players schon alleine als Schutzfunktion rausnehmen? Quasi nach dem Motto, mit großer Macht kommt große Verantwortung und dieser Verantwortung müssen wir uns in dem Moment stellen. Vielen Dank. Und die Frage lässt sich jetzt gleich beantworten, indem wir da, wo es auf uns zukommt, auch die Verantwortung übernehmen, aber nicht überall. Das heißt, die Migration, die zum Beispiel aus Nordafrika kommt, die müssen wir natürlich irgendwo aufnehmen. Dieses Problem müssen wir auch lösen, natürlich auch in Nordafrika. Das ist ja irgendwo noch unsere Region. Und vielleicht auch da, das ist jetzt eine politische Meinung, indem wir die Flüchtlinge vielleicht aufnehmen und integrieren, statt sie mit dem Meer saufen zu lassen. Das heißt, vielleicht sollten wir hier unser Problem lösen. Wir können aber das Problem in Indien und Bangladesch halt nicht lösen, glaube ich. Also vor allem nicht, solange wir unseres nicht gelöst haben. Das heißt, wir sollten hier unseren kleinen Teil zum Guten beitragen. Und das ist eben regional. Und auf der anderen Seite hast du Klimaschutz angesprochen. Na, ganz einfach, wenn wir als Europa mit gutem Beispiel vorangehen, dann haben wir nicht nur ein gutes Beispiel geliefert, was ja auch hier geteilt wird, sondern vor allem haben wir einen großen Teil des Klimaschutzes schon erledigt, weil wir nun mal einfach die sind, die den Klimawandel verursachen. Nicht nur bei uns vor Ort, sondern eben auch, indem wir aus den Entwicklungsländern oder aus China importieren. Also Chinas Kohlestrom und Chinas CO2-Emissionen sind doch eigentlich unsere, die exportieren doch zu uns. Also im Endeffekt, ob wir unsere Produkte nun dort oder bei uns in Luft blasen, ist eigentlich egal. Das heißt, wenn wir die beiden Probleme für uns lösen, dann haben wir für die Welt schon genug getan, dann müssen wir der Welt nicht noch erzählen, wie sie da ihren Teil selber dazu beiträgt, weil dann ist schon ein großer Teil beigetragen und wahrscheinlich mehr beigetragen, als wir jetzt zurzeit beitragen. Also wäre sowieso eine verbesserte Status quo, wenn wir unsere Verantwortung übernehmen. Ich kann doch vielleicht weitermachen, weil das nächste auf der Liste ist. Ich habe eine Frage an Sie, beide.
Und zwar, was glauben Sie denn, wie die EU sich verhalten wird, wenn wir geeint sprechen? Also ich weiß, dass es Ihnen beiden nicht gefällt und wahrscheinlich auch einigen im Raum nicht. Die EU hat nun mal eine konservative Mehrheit. Auch wenn wir das vielleicht nicht möchten. Wenn wir uns gerade den Irak angucken, wo sie es nicht gut finden, dass da reingegangen wurde, das kann ich auch teilen und bin auch froh, dass Schröder da nicht reingegangen ist, dann ist doch aber die Frage, was wäre denn, wenn wir gemeinsam gehandelt hätten? Wir hatten Großbritannien, die sind wie der angeleinte Hund noch vorab reingerannt, haben ihn alleine gezerrt. Wir hatten Polen, die wollten sich bei den USA beliebt machen und dass Deutschland nicht reingegangen ist, das verdanken wir an der Tatsache, dass Schröder ganz knapp eine Wahl gewonnen hat. In der Sekunde, wo Merkel die gewonnen hätte, vielleicht zum Beispiel, weil Schröder das nicht ausschließen konnte, Merkel hat ja gesagt, wir wollen ja die Drohkulisse aufbauen, die Drohkulisse USA, hundertfache Zerstörung und Deutschland 0,1 dazu, hat bestimmt was geändert. Das heißt, die Frage ist doch, es geht ja nicht um die Mehrheit in der Bevölkerung, aber die gewählten Mehrheiten in Europa sind doch eher konservativ und die gewählten Mehrheiten werden in den Irak reingegangen und sind in Afghanistan gemeinsam reingegangen. Das heißt, werden wir als geeinte EU uns nicht vielleicht deutlich schlechter verhalten, als wir es jetzt schon tun, wo wenigstens Frankreich und Deutschland sich enthalten konnten? Vielen Dank. Okay, also, klar, wir haben konservative Mehrheiten, das ist einfach Fakt. Aber die Frage, ob Merkel reingegangen ist, immer war. Ich würde die Flasche 6 gewinnen, ob sie da nicht reingegangen ist. Und zwar warum? Weil es gibt in Europa eben nicht einzelne Staaten, die irgendwo agieren. Oder zumindest ist das dort, wo es die Ausnahme ist, gibt es da ziemlich viel Ärger innerhalb von Europa. Weil gerade im Irakkrieg waren die entscheidenden diplomatischen Akteure gemeinsam mit Frankreich und Deutschland zusammen. Und das war Chirac. Jeder weiß, wer von welcher Partei er ist. Ja? Punkt 1. Afghanistan. Und in Afghanistan sind wir nicht reingegangen mit Macht. Sondern was ist das UN-Mandat, was erfüllt worden ist, wo die EU auch ihre neuen Fähigkeiten in Polizeikorps und so entsprechend reingegangen ist. Das war ja genau ein Zeichen davon, dass wir eine neue Form von Konfliktlösung da anbieten können, weil wir zu dem Zeitpunkt schon so weit waren. Und wenn wir diese Dinge weiterentwickeln, dann ist das ein Beispiel, wie Global Player auf dieser Welt wirken können. Und nicht gegeneinander, nicht im Wettrüsten, sondern in der Art und Weise, Formen zu finden, die glaubwürdig und verantwortungsvoll mit Konfliktlösungen in dieser Welt umgehen und mit dem Frieden in dieser Welt. Vielen Dank. Und als nächstes ist Christoph was dran. Ich bin jetzt über das Regelwerk nicht ganz klar. Darf ich trotzdem noch mal auf die Frage? Ja, Dankeschön. Erstens, UNO, ich glaube, die Gründung und die Entwicklung der UNO als Weltorganisation war eine Reaktion nach dem Zweiten Weltkrieg, einen Mechanismus zu finden, Konflikt verhütend und friedlich miteinander Konflikte auch auszutragen. Und die Entwicklung der UNO hat halt gezeigt, dass es wirklich kein ganz einfacher Weg ist. Dass wir Jahrzehnte sozusagen brauchen, auch eine neue Diskussionskultur, aber auch eine neue Entscheidungskultur mit dabei zu bringen. Und da sind wir in Europa möglicherweise ein Stück weiter als die UNO als Institution. Hier hat mir jemand in einer Diskussion gesagt, dass was wir früher im Schützenweg ausgetragen haben innerhalb Europas, so lösen wir jetzt auf dem Verhandlungsweg über Parlament. Und das ist ein riesiger Fortschritt. Davon ist die UNO noch ein Stück weit entfernt. Das muss man auch so deutlich sagen. Zweitens, es ist auf einen Vorteil auch für die UNO, wenn Regionen wie Europa, deren wirtschaftliche Stärke politische Macht auch generiert und auch Nachfrage generiert nach dem gemeinsamen Handeln, in bestimmten Fragen eine Stimme sprechen. Was die Konflikte, die Sie angesprochen haben, betrifft, erstens, das Regelwerk an eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa ist stark ausbaufähig, um das so deutlich zu sagen. Und nach diesem Regelwerk müssen wir gemeinsam ringen und darum suchen, sage ich mal. Und wir werden trotzdem nicht verhindern können, wenn Mehrheiten auch konservativ sind, sie sind gewählt. Das kann mir politisch nahestehen oder nicht, das ist völlig egal, sie sind gewählt. Und deswegen wird es darauf ankommen, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik von Europa, auch nationalstaatliche Kompromisse zum gemeinsamen Agieren nach außen, jetzt einmal mitzutragen, damit man in bestimmten Bereichen dann auch tatsächlich mit einer Stimme stellt. Und letzte Bemerkung, warum erwartet man eigentlich von jedem Akteur, der global agiert, dass er in jedem Konflikt der Welt sofort die Lösung bringt? Nein, das wird nicht sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir das Migrationsproblem beispielsweise zwischen Bangladesch und Indien sozusagen lösen. Aber andererseits, ich kann mir sehr wohl weit fragen, sehr wohl vorstellen, dass wir den Klimawandel etwas tun. Meine Erfahrung aus den Diskussionen, die ich in Südafrika gehabt habe,
es gibt eine Erwartungshaltung an Europa, dass wir die Technologie, das System und das gesellschaftliche Beispiel dafür liefern, dass so etwas überhaupt möglich ist. Und das ist dann der Punkt, seit man auf den geguckt wird. Und das werden wir nur als Europa als Ganze schaffen. Vielen Dank.